Hallo und herzlich willkommen hier zu Nihilstik, ich bin es mal wieder Emu, ja heute hier am Sonntag mit der Nihilstik der Woche, ein Format, was wir lange Zeit nicht mehr gebracht haben, heute ist es aber mal wieder soweit, und zwar heute mit dem Spiel Pocket Mortys. Ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet, einfach mal unserem Profil dort auf Twitter folgen, Link in der Videobeschreibung, was für ein Spiel, was für eine Nihilstik wir heute raushauen sollen, etwas für Rick and Morty Fans oder lieber drei Apps am Stück, und da hat die Umfrage ergeben, lieber ein Spiel für Rick and Morty Fans, und hier ist es nun Pocket Mortys, und ihr seht schon, es ist wirklich sehr liebevoll hier gestaltet. Kurz gesagt, es ist Pokémon mit den Charakteren aus Rick and Morty. Wir haben hier einmal den Großvater Rick, für die Leute, die die Serie nicht kennen auf Netflix. Dieser ist ein verrückter Wissenschaftler und erlebt mit seinem Enkel Morty, das ist der kleine Junge hier im gelben T-Shirt, ganz viele Abenteuer, denn der Opa baut sehr viele Kanonen oder Portale oder halt auch Zeitmaschinen und reist so in andere Dimensionen und findet sich selber und Morty dort wieder in verschiedensten Ausstattungen. Der mysteriöse Rick oder der Schnurrbart Morty oder dergleichen oder Morty mit der Katze oder sowas. Und Ziel dieses Spieles ist es, gegen andere Ricks mit ihren Mortys anzukämpfen. Also wie in Pokémon gegen andere Pokémon-Trainer mit ihren Pokémons anzutreten. Die Pokémon sind in dem Falle die Mortys, also der Enkel in mehreren verschiedenen Varianten des Ricks. Wir kämpfen hier gegen andere Ricks, gegen freilaufende Mortys, müssen diese einfangen mit Fähigkeiten und Angriffen und Kämpfen besiegen, um Abzeichen zu sammeln. Diese Abzeichen bekommen wir durch Endbosse. Und wenn wir genug Abzeichen gesammelt haben, kämpfen wir gegen einen Rick der Kommission und bekommen so mehr noch Abzeichen, noch mehr Anerkennung in unserer Welt. Statt eines Pokédexes haben wir hier zum Beispiel das Morty-Pad. Darauf werden jegliche Informationen zu jedem Morty, zu jedem begegneten Morty und zu jedem Rick angezeigt. Der Kampf läuft relativ ähnlich ab wie in Pokémon auch. Es gibt entweder Angriff oder man kann auch seinen Morty wechseln, verschiedene Gegenstände auswählen, um seinen Morty zu heilen oder auch zurückzuziehen oder dergleichen. Somit gibt es auch in der Welt verschiedenste Plätze, wie zum Beispiel eine Morty-Heilstation. Da kann man seine Mortys hinbringen, wie zum Beispiel auch in Pokémon seine Pokémons man da hinbringt, ins Poké-Center. Und dort kann man dann seine Mortys quasi wiederbeleben oder halt auch deren Lebensenergie wieder auffüllen lassen. Das geht natürlich kostenlos und natürlich gibt es auch noch einen Shop, wo man verschiedene Sachen kaufen kann, also in-game natürlich einen Shop, den Rick Shop, dort kann man verschiedene Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel mehrere Health Potions, also dass man seinem Morty wieder Energie oder gar Leben wieder zurückgibt, wenn er dieser in Half-Life ist oder dergleichen. Dann gibt es noch eine sogenannte Morty-Pension, dort kann man seinen Morty, sein quasi in Anführungsstriche Pokémon hinbringen und dort trainieren lassen, natürlich für In-Game-Geld. Dann nach 24, 32, 84, 48, 72 Stunden wieder abholen und dann ist er ein komplett anderer Morty mit verschiedensten neuen Fähigkeiten und Angriffsfähigkeiten. Wir laufen hier über eine Welt mit einem Joystick und einem Aktionsknopf, müssen unterwegs Mortys einfangen, müssen unterwegs gegen andere Bosse kämpfen, um halt diese Abzeichen zu sammeln, um von der Kommission die Portal Gun, die uns am Anfang eingezogen wurde, also die Portalpistole, wiederzubekommen, um wieder nach Hause zu kommen. Mit dieser Portal Gun, die natürlich Portale schießt und damit dieser kann man halt wieder nach Hause. Und leider sind sie aktuell nicht zu Hause, sondern in verschiedenen Dimensionen, um halt sich diese Portal Gun zu verdienen. Ja, dieses Spiel gibt es kostenlos für iOS und Android. Was hier auch sehr spannend ist, ist natürlich, man bekommt hier die Originalstimmen von Rick and Morty, natürlich die amerikanischen Stimmen und auch die Original-Sounds aus Rick and Morty. Was auch sehr spannend ist, man begegnet hier jede Menge Charaktere der Rick and Morty-Serie, wie zum Beispiel dem Vogelmenschen oder auch anderen Monstern, die es schon in der Serie gibt oder noch geben wird. Hier hat sich Adult Swim, die dieses Spiel auch entwickelt haben, das sind die gleichen, die auch die Serie entwickelt haben, wirklich was ausgedacht, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist alles hier leicht zu verstehen. Schaut es ruhig an und das soll es auch schon gewesen sein mit der Nice App der Woche mit dem Namen Pocket Mortys. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es wie immer mit einem Daumen nach oben, vergesst die Abstimmung oben in der Infocard nicht und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis dann, ciao!